Man kann nur immer wieder tausendmal sich selbst bewusst machen, die Grundlage der einfachsten Sätze für Holofeeling. Wo beginnt die Selbstentmündigung, die Selbstentgeistigung? In dem Augenblick, wo ich in dem Wahn lebe, dass ich glaube, wenn ich jetzt etwas denke, dass die Sachen, die ich denke, dass ich mit denen nichts zu tun habe. Jeder religiöse Mensch, den wir uns jetzt ausdenken, wenn du den beobachtest, jeder esoterisch gesinnte Mensch, jeder politisch eingestellte Mensch, ich sage mal schlichtweg jeder Materialist, leidet an dem großen Problem. Absolut, Es ja. ist jetzt unabhängig, ob dein Reizauslöser ein Buch, eine Zeitung ist oder ob du jetzt geht schon los, ausgedacht da sitzt. Der da sitzt, ist nicht der, der sich den ausdenkt, der da sitzt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Der sich jetzt selbst ausdenkt als Trockennasenaffe, wenn du jetzt an dich denkst, sitzt du vorm Computer, jetzt in dem Augenblick. Das, was vom Computer sitzt, ist eine Information von dir. Oder wie gesagt, du sinnierst nur über irgendwas nach, alleine. Dann wirst du feststellen, dass du Geist mit Informationen konfrontiert wirst, in dem ständigen Wechsel, wie ich das erkläre. Und dass dann der Körper nicht existiert, der nur existiert, den du ich nennst, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Ja. Das ist der Schlüssel in die Freiheit. Und alles, was jetzt in dir auftaucht, ob das eigene Gedanken sind oder irgendwelche Menschen, die in dir auftauchen, sinnlich wahrgenommen, die sagen, das ist ein Blödsinn. Das ist die Falle, das ist die Prüfung. Ja. Ja. Ich kann immer wieder nur sagen, es ist hundertprozentig sicher, wenn du jetzt etwas denkst, dann existiert es in dem Moment, wo du es denkst, und es wird genauso sein, wie du es denkst. Hier und jetzt. Eine Information. Und zu glauben, mit all den Dingen, die man sich ausdenkt, aus sich selbst herausdenkt in sein Inneres, sagst du mal, das ist die Ja. Schwere, Ja, dass man ja. mit dem nichts zu Ja. tun hat, das ist die komplette Selbstentgeistigung und dann fällst du in das Unbewusstsein. Dann wirst du praktisch zu einem träumenden Geist. Ja. Das gibt es in vielen Variationen in esoterischen Schriften, ob du Dörre hörst und so weiter und so fort, die dieses Prinzip beschreiben, aber nicht in dieser letzten Ja, Konsequenz. das stimmt. Das ist Ja, es, ja. absolut. Ja. Ich sage immer wieder, die Altersweisheit eines Devawein, da war jetzt ein schönes Video Ja. drin, kann ich nur unterstreichen, ist alles wunderschön, diese Lebensweisheit eines weisen Menschen. Und dann merkst du dann unterm Strich auch, was er erklärt, es schwingt aber immer noch mit, da außen ist eine Welt und wie du glücklich sein kannst mit schönen Beispielen. Das auch alles in einem gewissen Maß funktioniert, aber die letzte Konsequenz wird Ja. nicht akzeptiert. Ja, Nee. richtig. Genau. Weil du schiebst das eigentliche Problem des Ebenenwechseln deines Bewusstseins nur vor dich her. Ja. Diese höhere Stufen des Bewusstseins. Ja. Bei Holofeeling gibt es dann natürlich noch dieses Geheimnis der Sprache, wo ich immer wieder sage, gib mir ein Wort und ich mache uns ein Stegreif auf 400 Seiten Buch draus. Und du wirst dann merken, dass du wirklich ein Matrix-Programm im Hintergrund bist. Ja. Das ist gerade dieses Deutsch-Ivri, Deutsch-Ivri, was natürlich dann auch mit allen anderen Sprachen auch funktioniert, wenn du das hebraisierst über das Hebraisieren. Ja. Und da kriegst du dann irgendwann einmal das Gefühl, dass du in einem gewissen, sehr einfachen Kontext hängst, den man überprüfen kann. Ich habe hier, mir fällt jetzt gerade so spontan so eine Kleinigkeit an, ich spreche ja immer bloß Sachen an. In einem der letzten Selbstgespräche, letzten oder dem vorletzten, sage ich das, wir denken uns jetzt einmal ein kleines Kindlein nach Jerusalem in eine Krippe und dann denkst du jetzt an dich in Anführungszeichen, dass du jetzt als Säugling in einer Wiege liegst in deinem Kinder im Kinderzimmer deiner Eltern. Beides sind Gedanken, die von dir gedacht wurden. Das ist immer wieder, was ich sage, du bist die Ursache für diese Gedanken und du solltest irgendwann einmal begreifen, dass in dem Moment, wo du dich mit einem Gedanken von dir identifizierst, dass du sagst, der Gedanke bin ich oder der Gedanke war ich und der andere Gedanke bin ich nicht, du bist genau genommen keiner dieser Gedanken und dann doch wieder irgendwie alle Gedanken. Das ist meine Sache mit der 200 Gramm roten Niere oder das schönste Beispiel, das Meer ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte Welle davor. Das ist ein gutes Bild, ja. Und dann bin ich da kurz drauf eingegangen und es ist natürlich sehr interessant, dass ich wirklich nur anspreche. Wenn jetzt
Interesse da ist, dazu musst du inspiriert werden, dass ich dann gesagt habe, die Krippe in Jerusalem, das ist das erste große Problem, das ist ja in Jerusalem in unserer jetzigen Vorstellung, in Maßsetzung deiner Programmierung ist Jerusalem ja ein Überbegriff, genau genommen steht die Krippe ja nicht, oder war die Krippe, die ich mir ja denke, du merkst, schon war, ich mache schon wieder ein Gefühl von Vergangenheit. Jetzt ist diese gedachte Krippe eine Information von mir, die ist hier und jetzt in meinem roten Kopf. In dem blauen Kopf, in den Kopf kann es ja nicht sein. Jetzt kann ich mir in das blaue Kopf reindenken, aber wenn ich jetzt das nur denke, ist ja der Kopf, der blaue Kopf gar nicht da. Mhm. Mein ausgedachter Kopf. Ja, ja. Und jetzt ist interessant, die Krippe steht ja eigentlich in Bethlehem. Mhm. Das ist das hebräische Wort für Bethlehem. Mhm. Das heißt das Haus des Brotes. Jetzt wissen wir natürlich, dass Rot, Adam, das Wort Adam heißt auch Rot. Das hebräische Wort. Mhm. Und B-Rot, die Vorsilbe, könnte ich jetzt dann übersetzt sagen, das heißt im Roten, das heißt im Adam. Das ist ja das Gotteskind. Das ja, bist ja. Du. Das war Masse. Das bist du als träumender Geist. Jetzt wird es natürlich interessant, dass ich sage, diese Rippe haben wir natürlich auch, wo aus dem Adam die Rippe herausgenommen wird, was eigentlich heißt eine Seite. Wir können ja ganz kurz mal den Bildschirm übertragen. Machen wir das doch ganz einfach einmal. Da schauen wir zuerst einmal die Zelle an. Das ist also die Rippe. Jetzt haben wir verschrieben. Sorry. Das ist jetzt übrigens auch interessanterweise Aufsaugen und Schlürfen. Ist sehr wichtig. So sieht es aus. Das ist jetzt auch der Rand, die Rippe und Seite, genau genommen eine Seite, das siehst du, das hast nämlich auch Hinken und Humpel. Ah, guck an, ja. Wir sind wieder bei dem Thema, wenn du das genau. Gleich anschaust. Genau. Ja. Genau. Du siehst immer nur eine Seite, okay? Ja. Und diese Seite ist der berechnete Rand. Jetzt wissen wir natürlich, AND heißt Auf- und Abschwingen. Das heißt, die Berechnung, die berechnete Schöpfung ist die existierende Öffnung und das ND ist in Bewegung setzen. Und genau genommen ist es ja unser Damm. Jawohl. Habe ich so oft gezeigt. Ganz einfach immer die existierende Öffnung. Die und dann hast du die geöffnete Schöpfung von 2 mm. Das sind dann die aufgetürmten Wasser. Das ist Schwanken, sich bewegen, sich hin und her bewegen, aber genau genommen ist es dieses Auf und Ab, wo ich immer mit die Finger mache. Gut? Ja. Wir haben jetzt hier also diese Rippe und jetzt wiederhole ich nochmal die Stelle, da wird aus dem Adam eine Rippe, eine Seide herausgenommen, dort vorhin hingestellt, dann heißt es, das ist deine Java, dass man das einmal schwarz auf weiß sieht. Das ist die Java, das ist praktisch die Eva. Und darum heißt es auch, etwas ausdrücken, Aussagen aussprechen, etwas aus dir herausdrücken und ein Erlebnis haben. Das ist letztendlich das, was du erlebst, ist das, was du dir ausdenkst. Ja. Das macht jetzt genau dieses Spiel aus. Das macht okay, Sinn. Soweit waren wir im letzten Selbstgespräch. Jetzt haben wir aber die Rippe und es beginnt ja immer dran denken, Karib, die Krippe, steckt ja das Wort Rippe mit drin. So komme ich zur Rippe. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass dieses Rip, dieses Rest in Peace, das ist das hebräische Wort für einen Brotleib. Jetzt wird es natürlich, das ist eine Unterform. Jetzt wissen wir, im Adam ist ein Körper, ein Leib. Gut. Ist nicht der Jesus aus Bethlehem, das Haus des Brotes? Ja. Und du merkst jetzt, dass diese Übersetzung in Deutsch-Hebräisch untrennbar einen Kontext ergeben. Ich kann immer nur sagen, ich mache das mit allen Wörtern der Welt. Wir machen mal was Neues. Wir stecken uns jetzt ganz einfach mal einen Nebel aus. Ja. Okay, wenn du dir einen Nebel auffällst, ein Nebel ist in einem gewissen Maß ist es ein Betrüger. Er illusioniert ihn nämlich einen festen Gegenstand. Ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte bei meinen Eltern aus. Wir hatten einen Dackel, das war das Dorle. Der Familienliebling und ich gehe mit meiner Frau spazieren und dann sehe ich am Himmel eine Wolke, das ist ja wie ein Nebel. Dampfwolke, so wie wir uns jetzt das vorstellen mit unserer materialistischen Logik. Und es war unglaublich, da war eine Wolke am Himmel, die hat exakt so ausgeschaut wie unser Dorle. Ach, also man könnte fast eine Zeichnung machen, eine Duschzeichnung. Und die Marion schaut hoch und schaut mal die Wolke und sagt, die sieht genauso aus, die Dorle, wenn die immer bei meiner Mutti auf der Couch dort liegt. War total verrückt.
Mhm. Wir kommen heim und das Telefon klingelt, meine Mutter ist dran und sagt, das Tor ist gestorben. Ach. Das sind dann diese berühmten Zufälle. Aber mir geht es jetzt eigentlich gar nicht, ich wollte bloß diese Geschichte kurz mit reinschieben, dass es also so ist, dass du, wenn du jetzt ein Bild oder was, eine Vorstellung hast, die aus Nebel ist, ist das eigentlich ein Betrüger, weil das ist ja bloß in einem gewissen Was ein Abel. Mhm. Mhm. Wir können ja den Nebel NBL kann man auch N Abel lesen. Mhm. Mhm. Und wir wissen ja, dass der Abel, wenn ich jetzt den, der schreibt sich ja Hebel auf Hebräisch, das ist doch der Abel, der vom Kain erschlagen wird. Das ist übrigens schon interessant. Ab, wenn ich jetzt wieder vokalisiere, blau heißt es ein Aufblühen, aus 1 war 2 und L ist es Joch. Mhm. Darum ist es nur ein Dunst, ein Hauch, eigentlich ein Nichts, aber nicht ein absolutes Nichts, ein vergängliches Nichts, ein Wahn. Ja. Das heißt jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Nebelwand habe und ich bin eine gewisse Strecke davon weg und ich sehe, die Nebelwand ist das eine Wand. Denk wieder an das AND. Doppelt aufgespanntes AND. Das ist eine Wand, gehe ich drauf zu, werde ich feststellen, umso näher ich dieser Wand komme, ich kann die eigentlich nicht berühren, weil die sich immer wieder auflöst. Ja. Gut. Ja. Jetzt machen wir jetzt einfach mal die Konsonante Rarix vom Nebel, das ist NBL. Das ist ja jetzt praktisch hier unsere hebräische Schreibweise NBL. Ich sage immer, das Konsonanten. Und jetzt wirst du folgendes feststellen, dass hier ein Dauge nichts, ein Dor, ein Bösewicht, ein Schuft, ein Schurke, ist auch ein Betrüger, kann man das ganz auch nennen. Mhm. Das heißt NBL. Mhm. Es heißt aber auch Abfallen, Absterben. Verwelken, Zerfallen. Das ist Nebel, ist ein Dunst, der illusioniert, eine Wolke illusioniert für einen kleinen Moment eine Vorstellung eines Gegenstandes, eines Dings und löst sich wieder auf. Man kann das auch nicht anfassen, wenn man genauer hingeht. Okay. Wieso ich dir das jetzt erzähle, dass hier schon die Radix, du musst immer wieder spielen. Weil der Nebel zum Beispiel, ich drehe das erst einmal, dass wir das gespiegelt lesen. Leben, genau. Okay? Mhm. Dann wird aus Nebel nämlich die Radix leben. Mhm. Und das Leben ist ein Schuft, ein Betrüger, der sich immer und immer wieder auflöst. Ein ständiger Wechsel von Bildern. Aha. Ja. Wenn ich im ersten Moment ist es das Leben, ist das erste Mal, das ist weiß, da haben wir jetzt schon mit dem scharfen S noch alt geschrieben, das Weib, das symbolisiert ja unsere Traumwelt. Genau. Mhm. Die weibliche Logik, dieses Ich weiß, wenn du sagst, dieses Kalkulieren, wo ich schon darauf eingegangen habe, kommt das Kalkeln, das Weißeln, das etwas weiß machen, ich mache dir etwas weiß. Mhm. Das macht immer deine Frau. Ja. Die ganzen Antworten, die du zurzeit in dir von dir selbst erhältst, erhältst du von deiner Logik. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Absolut. Das ist übrigens der Pyramidenwert, hast du den Adam drin. Ah ja. 40. Mhm. Das hältst du ja von deiner Logik, also die Antworten, diese Antworten, du schreibst über diese augenblicklich existierende Wahrnehmung. Weil jeder Moment, der in dir auftaucht, ist eine Antwort auf einen Reiz, eine praktische Reaktion auf einen Reizauslöser. Das ist eine Antwort. Darum heißt es auch Antwort. Du kriegst jeden Moment eine neue Antwort in dir. Jeder neue Gedanke, den du denkst, ist eine Antwort auf irgendeine Reaktion. Darum heißt es Antworten, Aussagen. Aber dasselbe Wort hat auch Misshandeln, weil das deine Logik macht. Die Misshandlungen in dir ist jegliche Art von logischem Denken. Ja. Raumzeitlich, unbewussten raumzeitlichen chronologischen Denken ist das Denken deines Schwamminhalts, deines Intellekts, das ist noch nicht deine Meinung. Du quälst dich mit diesen Gedanken bloß selber, weil du versuchst, etwas am Leben zu erhalten, Leben, Nebel, das du nicht am Leben erhalten kannst. Du kannst einen Gedanken nicht am Leben erhalten. Mhm. Alles Existierende, das prinzipiell in dir auftaucht, ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Jetzt können wir natürlich in dem Nebel steckt natürlich auch in der Konsonanten Radix der Nabel. Mhm. Und der Nabel ist jetzt N-Abel. Und jetzt haben wir wieder Abel, wie gesagt, bei der Hebel geschrieben. Und dann landet man zwangsläufig wieder bei dem Dunst. Mhm. Ja. Das ist übrigens DUN, heißt die Öffnung einer aufgespannten Existenz, ist eine raumzeitliche Erscheinung oder eine raumzeitliche Spiegelung. Mhm. Eine geurteilte Erscheinung. Ja. Weil du immer bloß eine Seite anschaust. Ja. Mann. Dann machen wir das wieder weg. Ich wollte jetzt nur an dem Wort, Schön. Ist es jetzt bei der
Grippe zum Beispiel, da haben wir diese Rippe, du merkst, es hängt jetzt alles zusammen. Diese eine Seite, die zum Hinkenhorn fängt. Das ist die Welt der Gedankenwelt. Ja. Das ist aber auch hier dieses Rest in Peace. Ruhe in Frieden, Pri-Eden heißt, wenn ich in Frieden bin, ich in Eden im Paradies. Hoch des Paradieses. Und das Trockennasenaffchen, das jetzt nicht dieser Halbgott Jesus ist, den du dir ausdenkst, der in einer Wiege liegt, hast du wieder dieses Prinzip. Und ich habe so oft schon gesagt, eine Waage, eine Wiege, und das Wort Waage hängt damit dran, das ist kein Instrument, um irgendwas zu messen, es ist nur ein Instrument zum Vergleichen. Ja. 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 Ein Meterstab ist im Prinzip dasselbe. Ja. Du setzt eine Seite, den Meter, wie du dir auch den vorstellst, und du vergleichst dann irgendetwas mit dem, was du setzt. Die Waage setzt, du musst immer in die eine Waagschale was reinsetzen, dann kannst du das andere damit vergleichen. Das, was in deiner Waagschale in der einen drin ist, ist dein Intellekt. Du vergleichst immer mit einem einseitigen Intellekt und wirst du immer ein einseitiges Ergebnis kriegen. Das ist diese Kategorie 3, wenn ich sage. Ist es richtig oder verkehrt? Ist es gut oder böse? Oder Facetten von Einseitigkeiten, wenn du auf irgendwelche ausgedachte Dinge als Antwort irgendwie erwartest, dass irgendein existierendes Ding, das sich angeblich räumlich oder zeitlich da außen befindet oder abgespielt hat. Es kann sich in der Vergangenheit nichts abspielen und es wird sich in der Zukunft nichts abspielen. Was sich abspielt immer hier und jetzt. Der Vater spielt. Ich spiele immer hier und jetzt. Das, was sich in dir abspielt, spielt sich hier und jetzt ab. Ja. Das ist dieses Prinzip aus dem letzten Selbstgespräch. Und es geht jetzt nicht darum, solange du noch eine Bestätigung von einem anderen brauchst. Das war jetzt hier erst wieder, mich wundert immer, wenn Sachen auftauchen. Ich rede jetzt von Mensch zu Mensch normal, dass irgendwelche Figuren in mir was äußern und ich sage, ich habe das tausendmal erklärt und ich bin entsetzt. Ich müsste eigentlich dann immer wieder sagen, der kann entweder ist er so unreif, die Sache mit der Schuld. Ja, ja. Das Thema hat man wieder. Ja. Und ich wiederhole jetzt nochmal einen ganz einfachen Satz. Die Frage, wer ist schuld, ist schlichtweg die Frage nach, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich. Ja. In dem Moment, wo du ständig einen Schuldigen suchst, der in dir als Information dann zwangsläufig auftaucht, dass du irgendeine Information, eine ganz bestimmte Information, sprich einen Gedanken an einen Menschen, sage ich mal, der dann ja schuld sein muss, es muss ja irgendeiner schuld sein. Ja. Ja. Machst du einen Gedanken von dir viel mächtiger wie dich selbst? Ja, genau. Du bleibst draußen. Weil der schuld ist, der hat es gemacht, da steckt die Gemacht schon drin und der ist dafür verantwortlich. Und jetzt kriegt dieser Satz von dem symbolischen Jesus, ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Eine vollkommen neue Dimension. Ja, ja, jetzt ist er wirklich zu verstehen. Und du musst ich werden. Mhm. Denk an das Anfang dieses Gespräches. Du musst irgendwann einmal akzeptieren, dass wenn du was denkst, bist du die Ursache für diese Information. Jetzt könnte ich sagen, da schiebt sich natürlich jetzt dein Intellekt dazwischen. Darum sage ich, mir nehmen wir mal die Computermetapher, wenn du jetzt dieser symbolische Computer bist, den wir jetzt als Geist setzen, der definitiv immer nur in sich, der Computer ist ein träumender Geist. Und alles, was auf dem Bildschirm auftaucht, ist das, was er träumt. Mhm. Okay? Ja. Dann ist klar, dass er nur das zu sehen bekommt, was er selber erschafft und dazu braucht aber ein Programm im Arbeitsspeicher. Jetzt ist, wer ist jetzt schuld, dass wir Bilder haben? Ich könnte jetzt sagen, das Programm. Das ist wie wenn ich sage, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Der Kugelschreiber ist daran schuld, dass das Gedicht da steht. Aber der Kugelschreiber kann ja nichts machen, wenn keine Hand ist, die ihn führt. Genau. Und genauso ist es, dass das Programm ja ohne Computer überhaupt nichts ist. Das heißt, das Ewige ist unser symbolischer Computer, den wir als Geist setzen. Und der braucht jetzt einen gewissen Intellekt, so wie der Computer ein Programm braucht, um Bilder zu machen. Wir können auch für den Computer einen träumenden Geist setzen. Der träumende Geist braucht einen Intellekt, einen Schwamminhalt, dass er in sich einen Traum aufbaut. Ja. Aber ich habe ein paar Mal gesagt, was ist ein träumender Geist? Das ist ja These und Antithese, wo wir uns jetzt ausdenken. Was ist ein träumender Geist, wenn kein Traum da ist? Nichts. Dann fällt er in nichts zusammen. Das ist im Prinzip dasselbe wie der Wellenberg und das Wellendorf. Ja. Darum ist wichtig, ich habe in dem letzten Selbstgespräch so schön das nochmal mit den Fingern gezeigt, mit der unteren Hälfte, wo ich sage, wir reißen den Mittelpunkt auseinander. Das müssen wir in die Mitte setzen. Und jetzt ist ganz wichtig, wir haben in vielen Selbstgesprächen, bin ich auf die 16 Seiten eingegangen.
Dass ich das sage, sind 16 Seiten. Das erste ist, dass du an irgendetwas denkst. Das ist unser Injabe, unser Plus 5, Minus 5. Das heißt, wenn ich jetzt, wir sagen ganz einfach, ich denke jetzt einmal an einen Berg. Okay, dann sage ich, ist es da natürlich auch da. Jetzt denk an dieses Berg und Dal, das ist die Nulllinie. Wenn wir die Nulllinie unten machen, setze ich jetzt einfach das, was ich denke, ist existierend. Ein existierender Berg benötigt einen nicht existierenden Berg. Das ist die Minushälfte. Mhm. Das Dal in unserer Symbolik ist ja nichts als Ding an sich. Wenn ich jetzt eine Wasserwelle nehme, habe ich einen Wasser, einen Wasserhaufen, ich nenne das einmal eine Haufe, was ja Gall ist, heißt die auch Haufe, die Welle. Und da gehört dann das, was zur Welle, was das Gegenteil ist, was nicht mehr Wasser ist. Das ist das Nicht-Existierende an dem Ding, das ist definitiv, und das ist der Trick, das habe ich vergessen dazu zu sagen, das ist dieser Berg auf unserer symbolischen Datei. Es ist immer alles, was auf der Datei ist, ist nicht existierend. Alles, was prinzipiell in dir auftauchen kann, befindet sich ständig in einem nicht existierenden Zustand, in dem Kontinuum, das wir jetzt zum Beispiel Internet nennen. Alles, was auf deinem Computer auftaucht, kommt ja zuerst einmal aus dem Internet, wenn wir jetzt mal selber geschriebene Dateien machen. Es ist auch dann, so wie wir uns jetzt denken, in dem Internet drin, in Gott, wenn wir nicht dran denken, aber nicht existierend. Ja, genau. Ja. Und in dem Moment, wo ich da was rausspiegeln, nenne ich das immer, oder herausrechne, wenn ich jetzt am Berg herausrechne, ist im selben Moment das Gegenstück dazu, das auf der Datei. Sobald ich mir das jetzt ganzheitlich denke, ist natürlich, habe ich diese Polarität, aber ich sehe ja immer bloß eine Seite. Das heißt, alles, was prinzipiell auf dem Bildschirm auftaucht, ist auch dann da, wenn du es nicht denkst, nicht auf dem Bildschirm holst. Aber dieses da ist rot geschrieben, das heißt geschlossene Schöpfung. Ja. Die obere Hälfte war dann zur geöffneten Schöpfung, aber eben nur zu einer einseitigen geöffneten Schöpfung. Das sind so Kleinigkeiten. Das muss man irgendwann einmal im Verstehen, wenn ich immer wieder diesen Punkt mache, den wir uns ja jetzt schon ausdenken, der einen Hintergrund braucht, das ist dasselbe in der ganzen Geometrie, wo ich sage, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Das, was wir jetzt eine eindimensionale Linie nennen, ist genau genommen eine Aneinanderreihung von dimensionslosen Nichtsen, weil man sich ja denkt, dass das aus Punkten besteht. Dann bleibt aber auch die auseinandergedachte Linie ein Punkt, weil tausendmal nichts aneinandergelegt bleibt nichts. Und wenn ich jetzt da nochmal eine andere Dimensionsachse dazu denke, das Spiel, ändert es nichts. Es besteht nur aus Punkten, die letztendlich sich alle in einem Punkt befinden. Und das zu akzeptieren, das ist das Einzige, was du jetzt den Schritt musst du wagen. Das ist aber nichts, dass man jetzt, so wie man sagt in der Religion, das musst du akzeptieren, das ist einfach so. Es ist verstehbar, aber nur für Geist. Aber nur für Geist. Dieses Gefühl zu erkennen, dass man selbst ein absolutes Nichts ist. Also der Geist, der das Leben erlebt, und ich spreche jetzt laufend wieder von Dingen, die alle rot sind, so wie das Nichts, wenn ich von Nichts rede. Da fange ich nicht nochmal an. Das sind so einfache, simple Beispiele. Da muss man sich nicht so in den Kopf zerbrechen. Man sollte wirklich selber mal sich einfach anschauen und dann irgendwann einmal die Schuld auf sich nehmen für seinen eigenen Traum. Das ist so, Die Schuldzuweisung jemanden geben, den du dir ausdenkst, der ja nur dann ist, wenn du ihn denkst und der genauso ist, wie er gedacht wird von dir. Egal an was du denkst. Das ist jetzt, das geht an die absolute Substanz, an diese rote Substanz, da mir auch wieder ein ausgedachtes Subjekt ist schon wieder ein Objekt für den, der sich das Subjekt ausdenkt. Das ist ein ausgedachter Gott ist ein Objekt, eine Vorstellung, es sind alles Vorstellungen. Vorstellungen wissen wir mittlerweile ist Nebel. Es ist sehr trügerisch und es löst sich immer wieder auf, es wird immer wieder zerfallen. So wie deine Gedanken zerfallen. ZR. Zu Form werden. Das ist das die Geburt einer Berechnung, aber diese Berechnungen sind alles Fallen. Faller sind falsch. Bist du die eigentliche Formel im Hintergrund? Die Form L im H in der Grund. G, der Geist wird rund. Super. Und das ist das imaginäre Zentrum, das bist du selbst.
Was ich jetzt immer nur zweidimensional oder in einer transversalen darstelle, können wir in die Formen reingehen. Ich kann euch das so präzise zeigen. Das würde aber zuerst voraussetzen, dass du zuerst einmal das Wissen, das Standardwissen, das an Hochschulen gelehrt wird, jetzt dadurch, das jetzt, das wir uns jetzt denken, wenn du das Grundwissen hast, dann kann ich dir erklären, wo die Fehler liegen. Die Schwierigkeit ist, dass die Leute, die diese Programme schon haben, schon in der Regel so voller Filter sind. Es ist das Durchschauen der Charaktere, ist nicht, dass man was verändert. Das ist, wo ich immer sage, du denkst dich in andere Köpfe rein, dann machst du dir nur andere Filtermasken und andere Projektionsmasken. Das ist mein klassisches, nochmal das Wildbad-Beispiel. Du kannst dich durchaus in die Köpfe reinversetzen. Du kannst dann immer, ihr könnt jetzt ungefähr sagen, was der Udo sieht, den ihr euch ausdenkt, wenn er auf den Bildschirm schaut, was hinter dem Bildschirm ist. Weil ihr die Wohnung kennt vom Udo. Und das ist eine Grundvoraussetzung, das ist jetzt die Projektionsart dieser Maske und dann zwangsläufig der Filter auch. Bei den Filter ist, da muss man dann die Charaktere beobachten, die Wesensarten. Wie reagiert einer auf etwas? Es sind ja nur Protagonisten, die von dir erschaffen werden. Du analysierst letztendlich einen Roman, den du selber erschaffst, ein Märchen, eine Märchengeschichte, die du selber erschaffst. Die Maßsetzung einer Logik, eines Programms, das du dir nicht raussuchen konntest. So wie du den Führerscheinprüfung mit dem Wissen, dass die Fehler absichtlich da sind, um zu testen, dass du irgendwann einmal aufmerksam wirst. Und der Schlüssel ist so unendlich einfach. Das kann man nicht oft genug sagen. Du musst dir nur jeden Moment bewusst machen, was ist jetzt da. Und dann gehst du wieder auf die nächsten trügerischen Einheiten rein. Ich komme jetzt gleich wieder nicht, weil jetzt der Udo mit Audio zu tun hatte, diese holographischen Aufnahmen, die man da ganz toll, wo dann beworben werden und die gehen alle wie bei High-End-Anlagen, wenn die sagen, das klingt ja so echt oder das Dolby Surround im Kino. Das ist so extrem spektakulär. Wenn ich schon lese, setzt den Kopf hören. Du durchaus ein Rascheln um den Kopf rumgehen, dieses Kopfphänomen. Aber wenn du zuerst einmal hörst, was höre ich jetzt, dann hörst du einen Kopfhörer. Selbst wenn es ein super teurer Kopfhörer ist. Du wirst dich nicht entziehen, dass du einen Kopfhörer siehst. Und du kannst in ein Kino gehen, in ein IMAX und kannst dann 3D-Film anschauen und dann ist es sehr imposant, aber es bleibt schlichtweg, du wirst, wenn du das siehst, was wirklich da ist, dann wirst du feststellen, das ist einfach ein 3D-Film. Ja, eben. Auch ein ganz normales Fernsehbild, wenn ich so. Mach dir das recht bewusst. Dann ist eben, der mag noch so ein echter Fernseher mit einem noch so einem echten Bild sein, wenn du jetzt normal in einen Laden reingehst, dann ist da ein Rahmen drumherum und das Ding ist flach. Ist schon trügerisch, dass du so durch die Perspektive getäuscht wirst oder durch einen 3D-Effekt getäuscht wirst, dass du dir einfach klar machen musst, was ist jetzt da? Ja. Ich erzähle dir nochmal eine kleine Geschichte dazu bei mir im Laden, weil das wirklich, also die Holofeeling-Technik, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Selbst wenn jetzt da eine noch rumbasteln, wenn man das wirklich die Originalgeräte in einem Urzustand hat, wenn die optimal aufgestellt sind, und ich sage immer wieder, da ist ja der Zuhörer, der Geist, der sich das ausdenkt, ist das wesentliche Glied in meinen Anlagen gewesen. Darum haben die ja nie funktioniert, wenn er nicht vorher eine Einweisung bekommen hat. Es ist ungefähr so wie mit 3D-Bildern, ganz grob einmal gedacht, diese ganz, wo man so schillen muss. Wenn ich dir so ein Bild gebe, und du weißt nicht, wie es funktioniert, wirst du das nie sehen. Stimmt. Und sobald du eine Einweisung kriegst mit dem Schillen, dann kriegst du plötzlich, da muss man lang rumprobieren, macht das Klatschen, dann hat man total einen Haareffekt. Das hat natürlich jetzt mit einem echten 3D nichts zu tun. Es ist rein eine dreidimensionale Information, die du dann in deinem Kopf zu sehen bekommst durch das Schillen. Das ist schon die Ecke, wo du dann mit den Augen aufpasst, mit dem Blickwinkel. Und genauso ist es bei den Anlagen, die funktioniert erst, wenn du eine Einweisung kriegst, also bei meinen Anlagen, du bist wirklich ein Teil davon. Und ich habe dir schon mal gesagt, das ist mir an der Uni in Eichstätt mit einem Professor für Wahrnehmungspsychologie, der der Anlagkraft, der war so begeistert, da habe ich das einzige Mal an einer Uni in Eichstätt einen Vortrag gehalten, das hat er veranlasst. Und da haben wir viele Versuche gemacht, das war Professor für Wahrnehmungspsychologie. Und da fange ich jetzt nicht nochmal an. Dass der Witz ist, wenn du eine normale Anlage und eine Anlage von mir laufen lässt, sage ich jetzt ganz vorne rein von 1000, wenn wir die nur umschalten, ohne dass die was wissen, dieselbe Musik nur umschalten, von 1000 Menschen, sagen 1000 Menschen, die erste Anlage klingt um Welten besser, das ist die normale.
Und dann kriegen die von mir 10 Minuten eine Einweisung, dass ich praktisch ihr Geist freischalte, dass sie natürlich hören, dass sie nicht hören, was schön klingt, sondern einfach wie ein Blinder hören, was jetzt da ist. War ein riesener Häufig, wie unser Stefan Fuchs, wie er das erste Mal bei mir war. Der war ja blind und hat in einem Tonstudio gearbeitet, eine raumzeitliche Geschichte. Und selbst der hat es am Anfang nicht gehört, weil er im Studio an Monitoren sitzt und er hat so gehört, wie es halt gewohnt ist, wenn er vor Lautsprechern sitzt, dass man Musik hört. Ja. Oder ist bei dir schon ein Knacks drin, ein vergessenes Knacks drin? So wie du einen Fernseher vollkommen natürlich empfindest, einen ganz tollen modernen Fernseher meinetwegen mit 1,80 Meter Diagonale, gehen so ein Saturn oder Mediamarkt rein, mit super, was zurzeit technisch möglich ist, wenn ein Demofilm läuft, das Bild flasht dich weg, sage ich in einem gewissen Maß. Aber es hat mit echt nichts zu tun. Es ist einfach nur ein sehr spektakuläres Bild. Und sobald du den Fernseher sehen willst, ist das vollkommen, siehst du, dass das mit echt nichts zu tun hat. Und das ist eben der Unterschied, dass das wirklich echt extrem unspektakulär ist. Naja. Ich will da kurz kleine eine Geschichte dazu erzählen, dass schön auf den Punkt kommt, worum es eigentlich geht. Dieses Fokussieren in einem bestimmten Wollen macht dich blind. Ich habe jetzt diese Kleinigkeit gehabt, ich habe eine Kunstpflanze, so einen Blumenstock, der sehr echt ausgesehen hat. Ich meine jetzt einmal normal, optisch war da ein Blumenstock da gestanden und man musste wirklich anfassen, dass man festgestellt hat, dass das keine echten Blumen sind, sondern dass das künstlich ist, so Seiten aus Seiten und Plastik macht. Also täuschend echt. Habe ich einen kleinen Stock, einen Blumenstock habe ich bei mir im Ladensteg gehabt. Und dann habe ich hier den fotografiert, der Verdiener 4 Fotografie. Und wenn Leute zu mir gekommen sind, habe ich gesagt, pass auf, wir machen zurzeit eine Sonderaktion. Du kennst doch in den Zeitschriften diese Suchbilder, wo du 2 verschiedene Bilder hast. Und dann heißt es wurde hier ein Bild manipuliert, retuschiert. Und da ist ein Fehler, in einem Bild ist ein Fehler. Wenn du den Fehler findest, oder musst du 5 Fehler finden, und ich habe dann hier das Bild hingehalten, habe ich gesagt, pass auf, ich erzähle das mit den 2 Bildern und ich sage, ich bin jetzt in einem Foto, damals hat es ja noch keine Computer gegeben, muss ich dazu sagen, da kann man nicht schnell mit Photoshop was machen, hat es auch noch keine CD gegeben, das war noch mit Analogplatten. Ich bin jetzt bei uns beim Münich gewesen in Weißenburg, das war der Fotostudio, da habe ich praktisch das Original manipulieren lassen, ich habe da gar noch nicht groß von einem Bild gesprochen, habe ich gesagt, und der hat mir jetzt was rausretuschiert, der hat einen Fehler reingemacht, und wenn du den Fehler findest und du solltest die Anlage kaufen, dann kriegst du die umsonst. Du hast 5 Minuten Zeit. Konnte ich natürlich nur mit Leuten machen, die das erste Mal bei mir im Laden waren. Und jetzt passiert Folgendes, du nimmst das Bild in die Hand und dann hast du den Stock, das ist ziemlich daneben. Und dann fängst du an, die Blätter, du fängst an, die Einzelteile abzurastern. Es hat niemals irgendeiner den Fehler gefunden. Der Fehler war das Quadrat mit 3 Strichen zeichnen. Ich habe gesagt, das ist ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist und das ist ein dreidimensionales Material. Ja. Gutes Beispiel. In dem Moment, wo du ein super Foto hast mit dem Original daneben, dann rastest du dich in Kleinigkeiten rein und du siehst eigentlich die Bäume, den Wald vor lauter Bäumen oder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist eine andere, der Wald ist eine Kollektion. Du siehst dich auf die Bäume und du vergleichst die Bäume vom Foto und das ist die Schwierigkeit. Und das ist das große Problem in deinem ganzen Denken. Ich behaupte, 99% all des Zeugs, wo du denkst, 99,9% sind reine logische Interpretationen und Konstrukte. Und ich kann mich immer nur, versteh das, wie du willst, immer selbst wiederholen. Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht, laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht und ihr hört Dinge, die ihr überhaupt nicht hört. Ja, das ist die Krux. Ja. Du hörst jetzt keine Menschen, du siehst keine Menschen vor dir. Ja. Das Einzige, was ich mich für dich wünsche, mach dir jeden Moment bewusst, was jetzt da ist. Und dann wirst du feststellen, dass das, was da ist, in einem ständigen Wechsel ein Reiz auslöst, auf den du reagierst. In dem Moment, wo du Klingelingeling hörst, hörst du übrigens noch keine Glocke, weil da noch keine Glocke existiert, sondern die entsteht durch das Klingeln. Weil du in dem Moment eine Glocke kriegst oder ein Handy oder eine Kartenglocke. In dem Moment, wo das Zwitschern in dir auftaucht, macht dieses Zwitschern in deinem Kopf nicht der Vogel, sondern das Zwitschern macht den Vogel. Gut. Auf den Kopf stellen, ja. Gut. Ja. Genau. Das ist das Umdrehen der Kausalität. Und deine Mutter hat dich nicht erschaffen, sondern jetzt erschaffst du deine Mutter in deinem Kopf,
weil du jetzt an deine Mutter denkst, die ansonsten nicht existiert. Ja. Mhm. Sie ist aber im Nicht-Existenzen ständig. Das heißt, das, was ich jetzt da unten hin mache, ist immer, wenn wir es ganzheitlich sehen, das heißt einmal, das, ich nenne immer Diapositiv und Diapositiv, genau genommen ist aber das in dem absoluten Mittelpunkt, ist dann komplett das totale, absolute Kontinuum, ist alles gleichzeitig und nichts. Das ist ja unser Quadrat. Ja. Mhm. Diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, das ist also was nicht Denkbares. Und jetzt können wir uns Energie ausdenken, die können wir dann natürlich verbrauchen, gewinnen, was auch immer, aber das ist dann schon ausgedacht. Das kann man jetzt modulieren, nenne ich das in einem gewissen Maß. Mhm. Dann geht ja die Einstein-Formel weiter, das E-Quadrat, wissen wir zuerst einmal, wir brauchen 2x, dem Vorbücherregal. Ich könnte jetzt sagen, das bewusste Ich, das aber keine Informationen hat als Ding an sich, weil es gleichzeitig ist. Das ist das JCH. Und dann das dazugehörige unbewusste Ich, was ich aber immer noch als Bewusstsein rede, das durch das, dass es dieses JCH, ICH ist der, der dann hier in eine Struktur, der praktisch anfängt zu denken. Mhm. Ja. In Verbindung mit dem blauen Ich. Das sind diese JCH, ICH ist das E-Quadrat. Ja. Und die beiden ergeben praktisch dann das in der Synthese das absolute UB, das verbundene Wissen. Mhm. Dann geht es ja weiter. E-Quadrat ist M-Quadrat. Jetzt haben wir die Gestaltwertung, brauchen wir diese zwei Hälften, sagst du mal. Mhm. Diese zwei Hälften sind C hoch 4 und das C steht ja für Licht und das ist jetzt unser Einheitskreis mit den vier Phasen. Ja. Super. Ja, ja. Das ist jetzt der wirkliche Hintergrund für diese physikalische Formel. Und dann kommt noch die kleine Floskel mit dem Pulsanteil, das ist dann schon ein Pfeil drüber, dann geht schon, dass wir uns von diesem absoluten Zentrum heraus in eine gewisse perspektivische Sichtweise hineinmanövrieren als Geist. Ja. Das ist die wirkliche Ursache von diesen Formeln. Das ist immer wieder die Form L. Ich kann jetzt die Form, sein Joch lesen mit 70, dann immer wieder die Welle, das Hochgehobene oder die Form Gottes. Form Gottes, ja. Aber das muss man alles nicht wissen. Was wichtig ist, ist das, was ich gerade immer wieder versuche zu erklären. Ich wünsche mir für dich, dass immer wenn es dir dreckig geht oder egal was ist, dir Geist, die Gefühle hast bloß du Geist, immer dran denk, niemals irgendwelche Gedanken von dir. Dann schaust du zuerst einmal, was jetzt wirklich da ist. Udo hat immer ironisch gesagt, was habt ihr für ein Problem? Erdbebensicheres Gebiet hier. Ja, ja. Flutsicheres Gebiet zumindest hier. Ist doch alles in Ordnung. Das sind Konstrukte, was passieren kann. Aufbauend immer Vergangenheit und Zukunft, was du erlebst. Die Vergangenheit, die du dir denkst, die hängt von deinem Wissen ab. Es ist ja diese Hartnäckigkeit mit Corona-Leugner oder Corona-Befürworter, dass dir irgendwann einmal klar wird, das sind erst einmal, diese Menschen sind Sachen, die du dir ausdenkst, die in deinem Kopf nur existiert, wenn du sie denkst. Schlimmer ist natürlich, wenn du dich jetzt da schon parteiisch mit irgendeiner dieser zwei Parteien sympathisierst. Es ist das simple Beispiel mit Kategorie 1, Kategorie 2 Frau. Darum sage ich immer, du machst dir zuerst bewusst, mit welchen Erscheinungen, die du dir selber denkst oder mit welchen Charakteren, mit welcher religiösen oder politischen Strömung du sympathisierst. Dass du dir zuerst einmal deine eigene Einseitigkeit, deine persönliche Vorstellung von richtig bewusst machst, die dir dein Programm aufzwingt und dann habe die Demut, hättest du ein anderes Programm, hättest du ein anderes Leben zu leben, du Geist, und du musst sehr, sehr viele Leben noch leben, klingt schon wieder so negativ, du musst, du darfst, dann würdest du genau das, was dir jetzt unlogisch erscheint, logisch erscheinen. Ja. Das ist auch schön so. Du hast halt zurzeit einen gewissen Intellekt zum Denken und alles, was du mit dem Intellekt aufschmeißt, ist für dich richtig und logisch. Ja. Egal, um was es geht. Aber du erhebst dich jetzt und machst dir die anderen Sichtweisen, die anderen Logien zu eigen. Und dann heilst du dich wieder, und jetzt sage ich immer dazu, du kannst nicht was werden, was du schon bist, aber das Spiel, das wir Leben nennen, das mir immer ein Leben-Nebel, ist sehr trügerisch, je nachdem, welche Seite du wieder anschaust. Es ist immer das Spiel, das geht auch über die Sprache, in allen Wörtern. Ob das der Gatt und der Duck ist, der Glücksgott, und der Fisch, F-Isch ist damit eine Gestaltwerdung. Fischen ist F, die Facetten, heißt vor sich hin träumen, schlafen. Darum ist auch das Face, die Gesicht,
Da haben wir ja das Face, wo wir machen, ein C, haben wir mal das Lateinisch, schreiben wir das zum Fakt, zum Faktum, zum Fagere, zum Tun, zum Machen, zum Handeln. Deine Gesicht in deinem Innern, die geistige Sicht oder die Gehirnsicht. Das sind wieder, siehst du mit der Logik deines Gehirns oder siehst du als Geist? Ja. Wenn ich immer sage, du bist doch vollkommen logisch, aber nicht besonders geistreich. Mein Chat ist nämlich, in dem Zentralspiegel ist eine Riesenkollektion. Ich habe jetzt hier Besuch gemacht bei einer Ärztin, kenne die gute Schwester lang, bei einer Barbara. Da zeige ich nur noch mal kurz den Spiegel durch. Und dann merke ich, da fängt so elementare, die kennt seit 20 Jahren den Udo fast. Die hat es dann noch mal weggehabt mit ein paar Phänomenen, mit den ganz normalen, mit den zwei Spiegeln, sage ich, hol dir einen Handspiegel. Die hat das Prinzip nicht verstanden, was ich damit sage. Dass diese vielen Spiegel eine Illusion sind, da gibt es nicht einmal die zwei, den sie in der Hand hat und den, wo sie im Spiegel sieht, genau genommen gibt es bloß den an der Wand, den man dabei vollkommen vergisst. Klingt also so kompliziert, kann ich jeden Zehnjährigen, wenn ich das mache, sind die begeistert. Ja. Wie kann man wieder Begeisterung erwecken, bis du dann zugemüht bist mit Dogmen in, aus Elternhaus und Schule. Und dann wirst du zu einem einseitigen Rechthaber, zu einem Besserwisser. Mit dem vollen Gefühl, dass du im Recht bist. Egal für was du demonstrierst oder gegen was du bist, du hast auf jeden Fall recht. Und Udo lächelt und sagt, was sollte dir denn logischer erscheinen, wie die Logik, die du zum Denken benutzt? Das Einzige, was du überhaupt nicht akzeptieren musst, dass das überhaupt nicht deine ureigenste Meinung ist. Ja. Das symbolisiere ich mit den Schwamminhalt. Mhm. Ja. Und dann kommen wir wieder, weil man so programmiert ist, sich an Autoritäten festzuhalten, dann will man wieder Bestätigung von irgendwelchen Menschen haben. Von anderen, von Mitmenschen. Ausgedachten. Von den Ausgedachten. Und dann geht es dann vollkommen dahin. Jetzt mittlerweile geht es ja. Wie sieht es aus, wenn du der Allererste bist? Mhm. Jetzt hast du zumindest ein paar so Holofeeling-Spinner, die in ansatzweise in diese Richtung denken, zumindest bemüht sind, in die Richtung zu denken. Aber ich sage, das Spiel ist ein ganz intimes Spiel. Das wirst du ganz alleine spielen müssen. Du bist der einzige Protagonist in deinem Traum, alles andere sind Antagonisten. Du bist die Hauptrolle und der Regisseur, was das Wort Protagonist so schön heißt. Ich verweise auf die Gone. Das ist die Ecke der Wicke. Genau, Knie. Du, hast eine, du bist eine Zentralecke von den peripheren Spiegeln, die wieder zu einem Zentrum wird. Zu einem eigenen Mittelpunkt, aber einen peripheren Mittelpunkt, wie ich das nenne. Ist auch, ich habe sehr, sehr viele Leben durchlebt, bis ich begriffen habe, dass das Wissen nicht dazu da ist, irgendwelchen anderen zu erklären. Dann wirst du auch irgendwann merken, wir hatten in dem letzten Selbstgespräch mit der Karin dieses Täter-Opfer-Prinzip, Sexualverbrecher. Ja. Ich dann nochmal sage, es gibt keine guten Charaktere ohne schlechten Charaktere, so wenig wie es. Ich habe das Charaktere in einem kleinen Auszug aus der Kabbala des Jahwe. Das heißt, ich kann ganz allgemein sagen, es gibt keinen Wellenberge ohne Wellentäler. Aber da du ja alle Rollen spielen musst, darfst, wird das Prinzip, alles, was du einen anderen antust, tust du dir selbst. Im Positiven wie im Negativen. Das ist so ein Satz, der ist so unendlich tief. Ja, ganz wichtig. Und du wirst dann feststellen, dass das dann doch irgendwann einmal in einer allumfassenden Liebe und in einer Vergebung landen wird. Das, wenn ich als Udo immer sage, ich nehme ja die Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu jemandem, den ich mir jetzt ausdenke, wie ein Schriftsteller, ein Autor, vorwerfe, dass er so ist, wie er von mir erschaffen wird. Wobei mir vollkommen bewusst ist, sobald ich als Udo rede, und das sage ich immer und immer wieder, ich werde jetzt von dir erschaffen, weil ich jetzt ein Gedanke bin, den du dir ausdenkst. Ja. Und ich meine das vollkommen ernst. Ja. Ich kann nicht sterben, ich bin schon tot. Und immer dran denken, Tod auf Lateinisch heißt zu viel, ich bin auch du. Ja. Ich bin auch der, der du jetzt zu sein glaubst, bloß du lebst in der vollen Vergessenheit. Du identifizierst dich mit einem Gedanken, mit einem Brösel, das ist der Trockenausnahme, der jetzt vom Computer sitzt, natürlich nur, wenn du dich jetzt dann vom Computer hindenkst. Darum bin ich jetzt in dir aufgetaucht als Pixelmännchen, wohlgemerkt von dir ausgedacht. Du denkst dich selbst, diese realisierte Person, die du spürst, wenn du an deinen Körper denkst, genauso aus, wie du dir jetzt an Udo ausdenkst. Gleichgültig, ob das ein Pixelmännchen ist oder ob auf deiner Farbplatte erscheint. Es gibt nur einen Geist, der träumt. Ja. Der träumt seinen eigenen Traum und alles, was der erlebt, sind ständig wechselnde Bilder in seinem roten Kopf.
Das ist der symbolische Computer. Mhm. Mhm. Sobald du an deinen Kopf denkst, setzt du dann schon wieder was Existierendes. Das wiederholt sich tausende Male und es wird so einfach, weil du brauchst kein Intellekt dazu. Du wirst bloß immer wieder merken in deinem Alltag, dass du in die Vergessenheit gehst. Aber die Spanne, bis du dich wieder erinnerst, dich wieder ins Jetzt holst, wird immer enger werden. Auch schöne Schriften dazu in Holofeeling. Mhm. Das heißt, der Moment vom Abstürzen bis zu dem Moment, wo du wieder einfach jetzt bist, was ist jetzt da? Ja. Mhm. Stimmt. Schon zu sagen, es wird länger oder weniger lang dauern, reichst du immer noch dieses unbewusste chronologische Denken. Das ist ja auch, ich habe schon mal gesagt, wenn man ein Video sieht, wenn man einen Daumen nach oben machen, alles gut, oder Daumen nach unten machen. Oder die Frage mit dem Geld, das bei dem letzten Trevor war ein Video, wo er erzählt, da hat er so eine Inspiration, sagt immer von seinem Führer, er soll 500.000 Euro anlegen. Dann geht er zu seinem Geldberater, 500.000 Euro, müsst ihr euch vor, oder 500 oder 300.000 Euro, sagt er in dem Video. Mhm. Und dann sagt er, die Aktie hat irgendwie die Inspiration gehabt, er soll das anlegen. So viel zum Thema heilig. Ich sage alles, Trevor Wein ist ein weiser alter Mensch, alles, was der sagt, unterstreiche ich. Aber jetzt kommt schon wieder das große Problem mit dem Geld. Mhm. Wobei jetzt da nicht um geht. Das ist in der Geschichte, er hat die Inspiration gehabt und das, er sagt dann irgendeine Silberaktie, die war hier pro Aktie bei, ich sage 80 Cent und sagte, die war bei 80 Cent, sagt sein Vermögensberater, die ist jetzt bei 1,30, er soll noch ein bisschen warten, weil sie zurzeit einen Höchststand hat, bei 1,30 Dollar oder was, oder Euro, die geht wieder runter und irgendwie sagt er, die Inspiration, er soll es trotzdem kaufen. Mhm. Und sein Vermögensberater, ja, wie viel wollen sie denn anlegen? Und dann haut er raus, ich glaube 300.000 Euro, sagt er. Das ist einfach, es ist ihm zu kommen. 8 Wochen drauf hat sich das Geld verfünffacht. Da hat er sich seine Villa davon gekauft. Jetzt, wenn man das so liest, das Glück hier, das ist schon das Denken, wenn noch drin ist. Es wäre mir so fun. Das wäre mir so fern. Es ist natürlich immer wieder das Gesagte. Das eine, es hängt ja von dem Leben ab. Wenn du jetzt genau zuhörst, dass diese Figur, die wir uns jetzt ausdenken, dieser Trevor Wein, sag ich mal, wirklich ein Musterbeispiel für das, was ich einen weißen Affen, einen Trockennasenaffen nenne. Ja. Mhm. Von der Grundesoterik, dem Werdegang. Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch der normale Mensch, der dann doch im Hintergrund mitschwingen hat, der ernährt sich zwar schon von der schöpferischen Quelle, aber das sind dann immer noch Interessensgebiete, die mir absolut fern sind. Mhm. Jetzt in deiner Traumwelt, so wie die aufgebaut ist, die Gesetze eines Traums bestimmt der träumende Geist. Das heißt, dein Programm, auch die physikalischen Gesetze. Und dieses Umschwenken, dass es ohne Geld geht, kannst du erst dann erleben, wenn du in deinem eigenen Traum, in der Personifizierung, dein Programm verändert hast. Mhm. Und ich sage immer wieder, das Programm kann niemals irgendeine ausgedachte Figur verändern. Da musst du in eine ganz andere Richtung, in eine ganz andere Ebene. Nicht einmal der Spieler ist ja schon nicht mehr die Figur, aber immer noch was Ausgedachtes. Mhm. Du musst dann wirklich in den absolut geistigen Bereich rein, dann kannst du das Programm erweitern. Veränderung ist immer eine Erweiterung. Denk an unser H, den Buchstaben, das Wort Haus, den Satz, du bist das Haus Gottes, in dem ich wohne. Das wäre dann die nächste Stufe. Da verändern wir auch das Wort Haus nicht, wenn ich dann nochmal andere Worte dazu mache. Ja. Du brauchst selbstverständlich, sage ich jetzt, in deinem Leben. Aber wenn das der Schwerpunkt wird und du meinst, das erhält dich am Leben. Mhm. Das ist es eben nicht. Das, was dich am Leben erhält, ist das, bist du letztendlich selbst. Und du hältst dich in dem Leben fest, in dem, das du offensichtlich nicht verlassen willst. Mhm. Naja. Oder was du feststellen, gedachterweise ist die Figuren, die dir was vorleben, in dem letzten Gespräch mit der Trixie und mit Gogo, wo sie sagt, der Papa hat sie so bewundert am Schluss, wie es ihm dann so dreckig ging, es war komplett abgelehnt hat, zu einem Ort zu gehen oder irgendwas zu machen. Das ist Vater dein Wille geschehe. Mhm. Irgendwann einmal wirst du feststellen, das ist, wo sie sagt, es hat so bewundert, weil er hat dann nichts mehr, wo er dann mal kriechen konnte. Er hat nichts gemacht und er ist kein Arzt und gar nichts. Er hat gesagt, jetzt, entweder ich probiere es aus, ich muss der Erste sein. Ja, das stimmt. Ja.
Das ist der springende Punkt. Ich würde es nicht sagen, wenn es auf deinem Film nicht drauf ist, da hast du deinen eigenen Film, da musst du deine eigenen Entscheidungen treffen, was mächtiger ist. Das war ja dann unser Spiel, da haben wir ja die schönen Gespräche dann jetzt immer in unserer Geschichte, die wir jetzt denken mit der Helene, wo er dann zusammenbrochen ist, wo sie die Not angerufen hat, muss ich nicht nochmal anfangen. Ich sage, was wäre jetzt gewesen, wenn er überlebt hätte? Ist das Problem bloß vor dich her? Es ist das Kind, das nicht groß werden will. Die Blechtrommel in einem gewissen Maß. Das ist die Geschichte der Blechtrommel. Es gibt keinen Säugling mehr, wenn dieses Ding in dieser Reifestufe in die Schule kommt. Und es gibt dieses Schulkind nicht mehr, wenn du erwachsen bist, wenn du heiratest. Was ist von der jungen Margot überblieben jetzt, der alte Suppenhuhn? Was ist von dem Wasserskifahrenden wieder überblieben? Brügge, das ist Verwandlung. Die Logik, die dir aufzwingt, dass es schlechter geworden ist, vergiss es. Das ist alles eine Definition. Ich sage Krankheiten, da läuft nie irgendwas verkehrt in meiner Schöpfung. Ich habe das so oft gesagt, wenn du alt und runzlig wirst und grauhaarig wirst und Wehwehchen kriegst, es ist ein Transformationsprozess, ein Verwandlungsprozess. Wie du das empfindest, bestimmt dein Programm. Ja. Was nicht dein Programm ist. Das ist ein riesen aufgeblähtes Konstrukt mit Angst vor Krankheiten, mit ganz klaren Vorstellungen, was wichtig ist und was richtig ist, aber einseitig alles. Ihr wisst immer, wenn ich sage, was ist wichtig? Wie ich? Was ist wie ich? Dick. Das heißt im Zentrum. Was ist wie ich im Zentrum? Nur ich. Alles in der Peripherie ist nicht wichtig. Es ist vergänglich. Das ist das Rollende, das Kreisende, das sind die Wellen. Die Nulllinie, wo man noch eine Fläche macht, ist genau genommen, wenn wir jetzt das noch als Zeit sehen, zusammenschieben. Das ist der absolute Mittelpunkt. Mit Gott in einem Punkt. Das ist, wo ich sage, ich bin du. Das ist ICH und JCH. Ein absolut ewiger, unveränderlicher Gott und ein Gott, der sich verändert, aber als Ding an sich nicht, als sich was ausgedachtes, unveränderliches und was absolutes, nicht denkbares, unveränderliches. Das ist jetzt in dem Moment ja auch schon wieder ausgedacht. Ja, ja. Ich kann immer nur die vielen Sätze, wo ich sage, darum verweise ich immer wieder, es ist wie ein Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Ja, das stimmt. Weil das so ein wunderschönes Beispiel ist, wo jeder normale Mensch sich eingesteht, wenn er das erste Mal hört, sagt er, das geht nicht. Bis er dann die Lösung sieht und sagt, da bin ich denn neben mir gestanden. Es ist eigentlich nicht einmal, ich sage jetzt, wenn wir jetzt Problem als negativ sehen, Problem, jeder Gedanke ist ja ein Problem, etwas Vorgelegtes. Dass da überhaupt kein Hindernis da ist, es ist eine Entheiligung der Worte. Es ist ich mache aus einer ganz einfachen Aussage, mache ich ein riesengroßes Problem, wenn ich sage, das geht nicht, weil ich nicht richtig zugehört habe. Wobei wir dann natürlich immer wieder unsere Spiegelungen haben zwischen rechts und links, was ich erklärt habe. Dass rechts auch links sein kann und links kann rechts sein. Denk an die Hand. Was ist die rechte Hand? Es sind alles Definitionen. Definition ist, eines einseitig funktionierenden Intellekts führen immer in Einseitigkeiten. Und Einseitigkeiten sind Unvollkommenheiten. Heiliges Denken ist schlichtweg und einfach zu sehen, was jetzt da ist. Da gibt es ja noch nichts zu diskutieren. Darum sage ich auch immer wieder, bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie. Das ist eine sinnlich wahrgenommene Information, wenn ich sage, wenn du eine Tasse anschaust oder ein Glas Weizen, dann ist das auf deiner Farbbrille natürlich ein Objekt, das in einer gewissen Entfernung außerhalb deines Kopfes zu stehen scheint. Obwohl schon die Farbbrillenbeispiel dir sagt, hier ist Schluss, es ist in dir drin, eine Illusion. Und wenn du dann eine Hand erschaffst und das Ding anfährst und hochhebst, dann wird es auch schwer werden. Es wird hart sein, du wirst das Gefühl von Härte haben, du wirst merken, dass das Gefühl von Gewicht da ist. Ich bin an das Beispiel mit der Verabredung mit den Händen, wo ich sage, wo der sagt, wie haben die das programmiert? Ja. Da wirst du schon merken, wenn man das wirklich durchdenkt, dass da schon dein Programm dir ein Chipchen schlägt.
Die Filmsachen mit der Trekkingbrille, mit dem Eye-Tracker, wo ich schon vor Jahren erklärt habe in der Psychologie, wo die testen, die Reaktionszeit testen wollen, die Augenbewegung mit dem Punkt, den du folgen sollst. Ja, und dann feststellen plötzlich, hey, ich schaue jetzt erst nach rechts und dann geht der Punkt erst nach rechts. Das kann man in Fachbüchern nachlesen, dass da einer wirklich fragt, wieso ist das so? Dann kommen fadenscheinige Erklärungen. Mhm. Jedes Erklärungsmodell, das dir irgendein Naturwissenschaftler gibt, baut zuerst einmal darauf auf, dass es das bestehende Wissen nicht zerstören darf. Eben. Ja. Eben. Ja. Und die versuchen dann mit dieser eigenen Logik das zu erklären, damit sie dieser fehlerhaften Logik. Mhm. Und verweise ich immer wieder auf dieses Fame-Zitat am Ende von Du bist ich, vom zweiten Band der Offenbarungen. Mhm. Wer als jetzt ausgedachter Mensch ein Symbolfigur in deinem Traum sagt, die Wissenschaft ist nur noch konventionell, es geht nur noch um Geld verdienen. Ja. Wirkliches Wissen suchen erfordert jetzt, dass man nach einem vollkommen neuen Wissen sucht. Mhm. Aber ein vollkommen neues Wissen muss komplett anders sein wie das bestehende Wissen. Ich sage immer, Windows ist vom Aufbau her ganz anders wie das bestehende Wissen, wobei, und jetzt kommt der entscheidende Satz, wo ich sage, das neue Wissen muss alles, was wir bisher wissen, bestätigen, stehen lassen. Es muss aber auf irgendeine neue, vollkommen eigenartige Weise darüber hinausgehen. Ja. Ja. Das ist Holofeeling. Es lässt alle Programme und alle Gesetze stehen, wie sie sind. Es ist richtig. Das ist richtig, aber die sind nur richtig. Mhm. Das Feld ist die Kehrseite. Um das Ganze politisch zu sagen. Sie sind einseitig. Genau. Sie arbeiten in richtig und verkehrt. Sie arbeiten mit Vorstellungen, die aufgrund dieses Programms erzeugt werden, die ohne ein Programm überhaupt nicht existieren können. Auch nicht überprüfbar sind. Sag ich mir Wassermoleküle. Das alles als bewiesen, als hundertprozentig sicher bewiesen anzusehen und die Sprache mit den ganzen Axiomen, das sind, nennen die Axiome Dogmen, benutze nicht mehr die ganze Naturwissenschaft und die Religion baut auf Axiome auf. Mhm. Bei den Christen steht es außer Frage, dass der Jesus gekreuzigt wurde. Mhm. Ja. Dass sie einen Beweis hatten. Das Neue Testament. Für einen Juden, für einen Moslem steht es außer Frage, dass er nicht gekreuzigt wurde. Der hat den Koran. Mhm. Wie richtig und verkehrt, jetzt können wir das austauschen. Die Symbolik dahinter versteht keiner. Versuch dich nicht mit religiösen Menschen darüber zu unterhalten. Nee. Ich sage da immer ganz schlichtweg und einfach, wenn wirklich hier ein Ansatz von Christentum da wäre in dir, dann halt einfach das erste und das zweite Gebot und vor allem liebe deine Feinde. Das ist so ein Satz, wo ich unterschreite, ich sage, mach dir einfach mal schonungslos selbstbewusst an diese Feindbildern, du leidest. Das Gerechte in meiner Schöpfung ist, du bist der Einzige, der unter diesen Feindbildern leidet. Glaub es mir, deine Gedanken müssen nicht leiden. Egal, mach noch so schlimm sein. Selbst wenn vollkommen real vor dir einer gefoltert wird und Blut überströmt da sitzt und du siehst es mit deinen eigenen Trockennasen auf den Augen, wird deine Logik sein. Es ist sehr trügerisch, das Bild. Es sind deine Informationen. Du träumst bloß und du weißt nicht, dass du träumst. Du hast bloß einen ganz schrecklichen Albtraum. Und die Figuren in deinem Albtraum müssen überhaupt nicht leiden. Du wirst mitleiden, weil du sympathisierst. Du leidest unter deinem Hass, unter deiner einseitigen Rechthaberei und unter deiner panischen Angst, dass du was verlieren könntest. Das ist alles Zeug, die Weidezäune, die elektrischen, wo du dich festsetzt, weil du meinst, es ist wichtig für dich. Mhm. Die brauchst du zum Überleben. Das brauchst du, um glücklich zu sein. Das sind die Zungenbier singen und die Tattoos, die sich die Leute reinschießen, weil sie meinen, das macht sie schön. Weil sie wissen ja, dass die Menschen, die sie sich ausdicken, dass die das als schön empfinden. Aber kann irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, das dich selbst als Brösel anders empfinden, wie du dir das denkst? So wiederum andere darunter leiden, weil sie fett sind und wissen, dass die, die mich jetzt sehen, mich ja hässlich empfinden. Mhm. Aber wer bestimmt das alles? Wer an all diesen Gedanken schuld? Wer ist an dem schuld, was die Menschen von mir denken? Ja. Das ist dann mal der, der sich diese Menschen ausdenkt. Ja. Mein tausendfach wiederholtes Bezi-Beispiel. Was denken dann die Menschen, was denken dann die anderen von mir? Wenn die das erfahren, dass ich jetzt Konkurs anmelden muss. Oder Helmut. Die anderen, die jetzt in dem Moment in deinem Kopf existieren, weil du dir andere ausdenkst, die werden das denken, was du jetzt dich in diese Kisten, in dir in diese Kisten reindenkst von den anderen. Jeden Menschen, den du denkst, der wird das denken, was du denkst, dass er denkt und er wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Und nicht so niemand, den du dir ausdenkst, kann sich dagegen wehren.
Ich habe da schon lang als Brösel-Udo aufgehört, mich dagegen zu wehren, wie du mich jetzt ausdenkst. Super. Ich gebe dir bloß den Tipp, schau nach, was du von mir hältst. Und ich bin bloß ein Spiegel deines eigenen Charakters, im Positiven wie im Negativen. Keiner ist mehr Spiegel wie ich. Im Positiven wie im Negativen. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Wunderbar, wunderbar. Danke. Kann ich wiederholen. Ja. Das sind die zwei Seiten, wir können in die Worte reingehen, dann schalten sie weg, denke ich mir jetzt natürlich aus. Die sagen, das verstehe ich nicht. Ich denke aber nicht an Menschen, sondern an Geistesfunk. Das ist der Unterschied. Ich denke an Geistesfunk, die mit einem gewissen Programm arbeiten. Und das Programm zwingt ihnen auf, dass das sinnlos ist. Das ist unser Chat, muss ich nur ganz kurz loswerden. So, auch wenn du den nicht kennst, das ist auch nicht wichtig, dann ist halt zur Zeit nicht auf deinem Film, hast du was anderes zu lernen. Wir haben ja die zwei Chats parallel laufen. Ja. Den einen, wo viel Gesabberin mit drin ist, und den anderen, wo nur Einträge von mir mehr oder weniger drin sind oder sehr geistreiche, wo man sofort sagt, die sind geistreich. Da sind viele, sind aus dem Gesabber-Chat rausgegangen und sind bloß noch in dem, wo die wesentlichen Aussagen drin sind. Wobei ich immer wieder gleich sage, es ist schon wieder ein Feindbild. Es ist ein Nicht-Haben-Wollen von irgendetwas. Schon diese Kleinigkeiten, wenn die auf den Keks gehen, haben wir unendlich viel verloren. Die Fälle hatte ich jetzt ein paar Mal, weil ich ja oft Kleinigkeiten reinstelle, wo ich reagiere auf einen vorhergehenden Eindruck. Ich sage jetzt wirklich, wir reden ganz normal. Und wenn jetzt hier dieser Eindruck von mir war prinzipiell in den OB-Chat reingeschoben. Aber der ist nicht sagen, wenn du den vorhergehenden Eindruck nicht hast, wo ich darauf reagiert habe, sagt er dir überhaupt nichts. Eben. Und ich sage auch hier immer wieder, was du feststellst, du bist schon wieder mit was nicht einverstanden. Das tue ich mir nicht an, muss ich mir nicht an tun. Wieso taucht es dann in dir auf? Meinst du, du löst das Problem des Nicht-Einverstanden-Seins, wenn du sagst, ich gehe einfach aus dem Chat raus? Kopf in Sack. Lass es auf dich wirken. Das heißt, du wirst dann frei sein, wenn du dieses Vorder dein Wille geschehe hast und du lässt es einfach fließen und dir wird es erst einmal bewusst. Ich sage immer wieder, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und wenn du dich über irgendeine Information, wenn es irgendein Gesabber-Eindruck ist, der dir auf den Keks geht, wenn du dann meinst, ich gehe aus dem Chat raus, dann habe ich meinen Frieden. Nein, den hast du nicht, dann spiele ich dir eine andere Scheiße rein, weil es geht nicht um den Chat, sondern es geht darum, dass du lernst, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und wenn du welcher so am Bibifax schon meinst, du könntest davonlaufen. Du wirst dann einen Punkt kriegen, wo es dir gleichgültig wird. Aber wenn es dir gleichgültig ist, dann kannst du auch rausgehen. Aber die, die rausgehen, haben immer einen Grund, wieso sie rausgehen. Wenn du rausgehst, weil du sagst, das brauche ich jetzt wirklich nicht, ich habe es durchschaut, mich langweilt. Also diese Gleichgültigkeit, ich muss das nicht nochmal, mich langweilt einfach. Siehst du, wirst eine riesen Verwandlung in dein Leben auch von Interessen spüren. Wenn ich jetzt als Uwe zum Beispiel hier definitiv, ich spiele ja viel in Filmen mit Metaphern oder so, dass ich sage, schau dir den Film an, verstehe das immer als eine Märchengeschichte. Ich für Manda, ich kann praktisch überhaupt keine Filme mehr anschauen. Ja. Das ist, wenn die Länge gedehnt, das ist alles tausendfach gesagt, das ist wie ein Märchen, ich brauche mir kein Märchen anschauen, wo ich Metaphern brauche, das schaue mir lieber Formeln an und zerlege die Formeln dann wieder an. Ja, wie kann das an Spaß machen? Hängt alles von meiner Reife an. Es ist wie mit meinem Zungenblässig, mein Zungenkussbeispiel. Es ist auch so, diese kindgerechten Beispiele, sagt so ein Neunjährigen, er soll sich vorstellen, ein Mädchen steckt ihm die Zunge im Mund. Oder gespiegelt, wenn du die Rolle eines Mädchens spielst, sagt so ein neunjährigen Mädchen, sie soll sich vorstellen, ein Junge steckt ihr die Zunge im Mund. Schau mal, wie die Neunjährige darauf reagiert mit ihrem Problem. Und da passiert im nächsten Jahre was, wo sie keinen Einfluss drauf hat. So wenig wie in einer Matrix. Aus einem Ei ein kleiner Wurm wird, was wir Embryo nennen. Und aus dem Wurm dann ein kleiner Minimensch, ein Fetus wird, der dann zu einem Säugling wird in der nächsten Matrix nach dem Abnabeln. Wir sind wieder bei unserem Nabel, Nebel, Leben. Wie aus einem Säugling ein Schulkind wird. Das Erleben, dieses Durchlaufen der ständigen Verwandlung erlebst du. Und dann doch wieder irgendwie nicht, weil kannst du dich daran erinnern, dass du Säugling warst? Das sind symbolische Bilder. Das ist, du wirst auch sagen, kannst du dich daran erinnern, dass du mal die Margot warst und dann stehst du da, wer ist die Margot? Wenn du nämlich in einem anderen Buch bist, unser Karin hat ja angesprochen, das Westworld, wo ich immer wieder sage. Wir haben in Filmen eine Metapher, die könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, jetzt treffen dazu wäre Total Recall, wo
Und Westfall ist ja im Prinzip dasselbe Prinzip. Mhm. Du bist nämlich in Urlaub, du gehst zu einer Firma, legst dich auf eine Britsche, dann schließen dir dein Gehirn was an und dann bist du praktisch der Videospielcomputer mit einer VR-Brille. Mhm. Und dann wirst du mit ständig wechselnden Bildern in deinem, das ist das Problem, in deinem Gehirn konfrontiert, dass dir eine hyperrealistisch wahrgenommene Traumwelt, du erlebst dann eine Realität wie ein träumender Geist, der nicht weiß, was er träumt. Jetzt kannst du dir aber raussuchen, die Urlaubsreisen der Zukunft, ob du jetzt einen Ritter im Mittelalter spielen willst oder vielleicht einen Captain von einem Raumschiff im Jahr 2040. Dann lebst du in dieser konstruierten Welt, die aber aus einem Computer kommt und du hast halt gerade diesen Film laufen in deinem Kopf. Dass es solche Filme gibt, das Westworld, der Film ist schon sehr, jetzt wird er normal gedacht, viele, viele Jahre alt, oder Total Recall, die erste Version mit Schwarzenegger. Das ist Prinzip, das ist die Realität, das ist jetzt die Realität. Du bist bloß derjenige, der vergessen hat, dass er jetzt auf einer Wolke liegt und schläft. Ja, ja, guck her. Das ist dein Schwamminhalt, das ist Programm. Wenn du da nicht den Mut hast, diese Fantasie zu nehmen, das könnte ja so sein. Ich sag erst mal, es wäre ja prinzipiell möglich, dass so ist. Und ich garantiere dir, ich versichere dir als der, der ich bin, ob du das glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Du wirst noch bei Zeiten, und zwar jetzt, erkennen, dass es so ist. Genauso und kein bisschen anders. Ja. Und in dem Moment, wo du das erkennst, hast du von nichts und niemandem Angst. Schon gar nicht, dass du dich auflöst. Weil du dann verstanden hast, was du bist. Ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Kein religiöses, kein esoterisches und schon gar kein vollkommen geistloses, naturwissenschaftlich, materialistisch, chronologisches Vorstellungsgeschwätz, sondern das, was ist im Hier und Jetzt. Ein ständig immer seiender, gleicher, unveränderlicher, ewiger Geist und eine ständig wechselnde Information. Punkt. Das muss dir mal gesagt werden. Sehr super. Das ist die Quintessenz. Ja. Geschenk, Holy Feeling, ist das größte Geschenk des Wiedererwächens. Ich bin der Türöffner, ich mache die Tür in eine vollkommen neue Welt auf. Ganz umsonst. An keine Bedingung geknüpft, außer dass du anfangen solltest, mir zu vertrauen. Mhm. Aber dazu musst du zuerst einmal akzeptieren, dass unser ganzes Spiel beginnt mit den Büchern Ich bin du. Fang an, dir selbst zu vertrauen. Und nicht dem Zweiten. Der Zweite ist die Intellekt, dein anerzogener Intellekt. Dein Virus, den du dir eingefangen hast in Elternhaus und Schule. Die Dogmen. Das Programm schlechtweg und einfach. Und jetzt sage ich auch wieder, um das zu neutralisieren, das ist eine hyperrealistische Führerscheinprüfungsbombe. Also all das, was hier so einseitig fehlerhaft ist, ist absichtlich so erschaffen, dass du irgendwann einmal dir als Beobachter die fehlende Seite dazu denkst, ohne dass du das Ausgedachte dabei veränderst. Naja. Du musst einen Roman oder ein Märchen nicht verändern, wenn du das liest. Was ich jetzt übrigens der Genauigkeit darauf hinweise, wir haben 16 Perspektiven, selbstverständlich kannst du das auch verändern, aber du wirst nicht das eigentliche Märchen verändern. Das ist wie wenn ich jetzt sage, wir haben ein Märchen und wir machen jetzt eine Kopie von dem Märchen und dann verändern wir das Märchen. Deswegen wird das ursprüngliche Märchen dann nicht verändern. Wir erweitern das dann auf einer Kopie. Ja. Wieder eine Möglichkeit, verstehst du? Dass das ursprüngliche immer die Ausgangsbasis. Wenn du dir auf dem Internet rausliest, laufen lassen, du kannst den auch manipulieren, wenn du das entsprechende Programm hast. Du wirst aber nicht den heiligen Ganzen, den Urfilm, den du dir rausgeladen hast, verändern können. Du erschaffst bloß Neuigkeiten, Variationen von dem Urfilm dazu. Das ist eine Erweiterung, ein Aufbau. Ja, ja. Du musst ja auch das Basic, wie ich im Computer sage, das Betriebssystem Basic, wenn wir Windows laufen haben. Kann mich ja immer diese Abwärtskompatibilität in einem gewissen Maß, das sind grobe Metaphern. Aber was sich absolut nicht verändert, sind die Grundsubstanz von dem Ganzen, sind unsere And- und Nor-Gatter oder Gatter. Das sind die Bits. Es ist nur ein anderes Arrangement, eine andere Darstellung von Bits, von 1 und 0. Das ist das Wichtige. Ja. Das ist das eigentliche Grundprinzip. Ja. Die Worte. Was sind Worte jetzt? Geräusche hingeschrieben, aber im Hintergrund steht wirklich nur unser Morsecode. Das übrigens ganz nebenbei für dich zu dem berühmten, wird keiner, wenn einer
in euren Programmen nichts weiß von Mossen, aber was jeder irgendwie im Hinterkopf hat, ist dieser Wort SOS. Mhm. Ja. Mhm. In euren Alter zumindest. Die Jungen wissen das ja gar nicht mehr. Da ist es ja wie vorstellungsflutig, wie Dampfmaschinen. Dampfmaschinen. Das SOS ist ganz interessant, weil wir haben ja nämlich zwei Möglichkeiten. Das ist nämlich das SUS. Mhm. In Jesus. Ja. Ja. Da steckt der Jesus mit drin. Ja. Das ist der Hilfsschrei, den Schiffe auf dem Meer, die auf dem Meer verloren gehen. Schiff, ja. Ich würde ja sagen, es hängt alles, du kommst aus dem System nicht raus. Schiffe, Anis, kleine blaue X, die auf der Oberfläche des Meeres verloren gehen, die funken dann SOS. Das ist der Hilferuf. Das ist wieder so ein Zufall, ne? Ja, so. Es gibt keinen Zufall. Es ist alles, was in dir auftaucht, hängt im Hintergrund mit einer einzigen Logik zusammen und die Logik ist holophilig. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Wahnsinn. Super, super, super. Danke. Das geht auf, ne? Das ist ganz interessant. Ich sage jetzt immer wieder, die meisten, die so lange mit Holofeeling beschäftigen wie ihr, ich rede jetzt wieder mal von Brösel zu Brösel, dass ich, wenn ich erzähle über Worte, ich weiß, ihr könnt komplett folgen, aber ich höre dann immer wieder, das habe ich angesprochen, aber wenn ich allein sitze, mir fällt es nicht auf. Ja, das stimmt. Aber es ist doch schon da. Das Grundprinzip ist doch schon installiert. Was meinst du, was du für eine Freude kriegst? Du läufst mit den Dauergrenzen rum, mit dem Lachen des Buddhas in dem Moment, wo das bloß noch so in dir sprudelt. Das Prinzip haben wir schon installiert, dass ich dich da auch inspiriere, dass jeden Moment die Zusammenhänge ersichtlich werden. Wir denken uns ja jetzt einmal in unseren Chat, ich sage immer wieder ganz, das bleiben Gedanken, ich sage es immer wieder dazu. Da gibt es Gedanken, sind nicht besser oder schlechter. Die sind so, wie du sie dir denkst. Ja. Jetzt mit unserem Redo. Letztes Gespräch, wo ich sage, das ist intellektuell im Holofeeling-Wissen ein absoluter Oberlöffel. Ja. Es hindert ihn als gelebten Menschen zur Zeit nicht, das denken wir uns jetzt natürlich aus, ein Redo muss nicht leiden, den ich mir ausdenke, es muss bloß der Geist leiden, der glaubt, der Redo zu sein, der mit dem Redo-Programm läuft, weil der auch noch viel zu lernen hat, dass dich wie aus nichts wieder Zukunftsängste anfangen. Jetzt mit der Sache mit der Dhyanabhane umzug, weil wieder weltliche Sachen da sind. Ich habe dann Redo verwiesen auf das Buch Sefer Maimonides. Da kommt dieser Satz her, wenn du von morgens bis abends die Dora studierst, den dennoch studierst, wird ich der Tod nicht finden. Es wird auch immer jeden Morgen, wenn du dich hinsetzt, bis abend genügend zum Essen und zum Trinken da sein und eine kleine Synagoge, eine Schule, ein Schulhaus da sein, nämlich dein eigenes Zimmer, dein eigener roter Kopf. Dir wird dann nichts mangeln. Und der Witz ist, wo er hier so über Jahre jetzt normal chronologisch bewusst jetzt gedacht an Dennach gearbeitet hat und hier den Gematrie-Explorer mit aufgeblasen hat. Ein Geschenk, das da mehr oder weniger von den Arbeitstieredo habt, die große Masse. Ja, stimmt. Grundstein hat der Udo gelegt, aber ich muss mir ja dann ein paar Sklaven suchen, die das weitermachen. Ich kann ja nicht alles selber machen. Da mache ich mir dann halt Roboter-Avatare, die machen das dann weiter. Da hat ihnen nichts gemangelt und nichts gefällt. Und sobald wieder irgendwie weltliche Sachen sind, jetzt ist eine Diana endlich zu ihnen in die Schweiz gekommen, die muss ich anmelden und jetzt ist der ganze weltliche Kack da und so viel in der Zukunftsangst haben. Ja. Ja. Wenn du nur konzentrierte Umwahrungen studierst, fällt die Welt um dich herum weg, weil ja immer nur das existiert, wo du dich hindenkst, wo du dann Fokus hast. Das ist jetzt zum Thema, wenn du meinst, du musst zum Demonstrieren gehen. Corona-Demonstration, dafür oder dagegen. Diese Boshaftigkeit der Menschen, die Geschichten, wo ich höre, von der Seite und von der Seite. Ja. Setzt. Das sagt sie, vergessen ihre Maske auf. Lebensgefährlich. Massenmörder anfangen ohne Ende. Wie viel Angst ist in diesen Charakteren, in diesem Programm drin? Ja, ja, unglaublich. Wie ein Scheißdreckskörper. Unglaublich. Und ich sage, das ist jetzt, diese Corona-Zahlen steigen an. Ich kann das immer wieder machen. Wir machen keine Verschwörungstheorien. Du musst einfach nur schauen, wo du dich informierst. Und jetzt seit 20 Jahren sage ich, egal welches Buch du mir zeigst, als ein Beweis, welche Internetseite, Bücher benutzt ja fast keiner mehr. Welchen Artikel, welche Internetseite du mir zeigst. Ich zeige dir zum selben Thema aus demselben Computer heraus, aus demselben Internet, tausende von Seiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder sogar was anderes behauptet wird. Ein so auch wieder so ein Hammersatz. Woher nimmst du die Arroganz, dass du glaubst, das, was dir logisch erscheint, die Seite,
die dir, mit der du korrespondierst. Ja. Mhm. Die kompatibel ist mit deinem Wissen, dass du meinst, das ist die richtige Perspektive. Der Henkel ist rechts und wenn irgendeiner was anders behauptet, hat er nicht recht. Eine Wohnung ist ein Schlafzimmer und wer was anders behauptet, der hat nicht recht. Wahnsinn, ja. Deine Wohnung ist wahrlich ein Schlafzimmer. Ja. Und ein Scheißhaus eventuell noch. Ja. Das führt uns ja dann zu dem WC. Ja. Du hast ja schon gehabt, Klosett. Klo. Bin ich drauf eingegangen. Dann noch das WC ist interessant. Ja. Sie ist unser Licht. Mhm. Das ist das WC. Ja. Und das 0-0. Das ist Closed mit und das Unendlichkeitszeichen. Wir sind wieder beim Thema. Mit Holofeeling wird alles ganz anders. Wir lassen alles, wie es ist. Mhm. Ein Genie, jetzt lassen wir es aber wirklich gut sein. Ein Genie, sagte Udo immer, ist zuerst einmal ein ausgedachter Genie, ein ganz normaler Trockennasen auf ein ganz normaler Mensch, der sieht all das und erlebt all das, was alle von ihm ausgedachten normalen Menschen auch erleben. Mhm. Er hat bloß die Freiheit, dass er dieselben Sachen auch anders sehen kann, mhm. weil er nämlich geistig beweglich ist. Mhm. Er ist nicht an Einseitigkeiten gebunden. Mhm. Für den gibt es nicht nur Fakten, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, sondern auch alternative Fakten, weil ich zum selben Thema hier und jetzt im selben Moment, es ist natürlich derselbe Moment, ist jetzt. Ja. Aber das Mom selber, der Fehler, das Hebräische für Fehler, Mom, im selben Moment es auch anders sehen kann. Jetzt könnte ich das Spiel wieder machen, der Henkel ist rechts, nein, der Henkel ist links. Mhm. Jetzt ist es, das ist gut, nein, das ist schlecht. Mhm. Weil gut und schlecht, hell und dunkel, ja. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das ist so simpel. Ich sage, eigentlich, nur Feeling, was wichtig ist, kann jeder 13-Jährige verstehen. Wenn er nicht zugemüht ist mit einseitigen Dogmen und schon zu einem kleinen Rechthaber geworden ist. Eben, genau, genau. Jetzt Dattler. Jetzt Dattler. Schön. Danke, danke, Udo. Vielen Dank. Spielen wir noch eine Runde Leben. Tschüss. Gerne.